Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Pat7575. Ich heiße euch heute wieder recht herzlich willkommen auf der schönen Grebach im LS19. Ja, ich bin wieder unterwegs in meinem, ja, wie soll ich sagen, Nexion? Kleinen, genau. Die Missionen habe ich jetzt schon ein paar wieder abgeschlossen beim letzten Mal. Wir machen weiter einfach. Wir versuchen hier das Geld wieder zu kriegen und aufzubauen. Und von dem her, ja, was soll ich sagen? Wir müssen viel, viel machen. Wir müssen Geld machen, Geld machen, Geld machen. Genau. Das haben wir hier Mission 4 noch gemacht. Oder das haben sie noch zu machen. Und dann, ja, was ist jetzt los? Oh, er hat nicht eingeschaltet. Deswegen. Ja, wir wollen hier ja den Hof aufbauen, ohne zu cheaten oder so, oder irgendwie Geld dazu zu geben. Nur wenn es halt nicht anders geht, weil Mod nicht mehr geht oder ja, von dem her oder irgendwas ausgefallen ist, da muss man mal schauen. Aber wir sind jetzt gut dabei, wir haben eh schon viele Sachen. Wir haben die Tiere, wir haben Schafe, wir haben Hühner, wir haben einige, ja, Schlepper, einen Schlepper noch dazu gekauft. Wir haben ja einen guten Fuhrpark schon. Ich war ja, wie gesagt, jetzt am Überlegen, ob ich hier für das Abfahren einen LKW hole, aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir mehr Geld haben. Weil jetzt sind aber so viel, im Moment nicht mehr so viel Erntesachen drin und es wäre schwer, wenn wir den jetzt dastehen hätten und den immer nutzen könnten. Ja, ich bin immer noch am überlegen, was wir machen, aber muss sagen, der Glas hier hat sich schon richtig rendiert, also 7 Stunden hat er schon drauf. Also der hat schon einiges an Geld eingebracht. Genau. Ja, was ich eventuell noch überlege, ist da hinten die Wiese zu kaufen, die Wiese 4. Weil ich brauche ja Gras und Silage und Heu und alles. Das werde ich mit meinen beiden Wiesen alleine nicht schaffen. Genau, jetzt schauen wir mal schnell, was die kosten würde. Das ist nämlich nur die Wiese und die würde 46.000 kosten. Oder hier die Wiese 5, aber da ist der Wald alles dabei noch, wie es ausschaut. Wäre natürlich auch nicht schlecht, weil da könnte man ein bisschen Wald machen, aber ich möchte die Map halt nicht ganz so kaputt machen. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, es ist halt hier viel, viel Missionen machen. Weil die eigenen Felder sind erst angesät. Die Tiere sind gemacht. Und ja. Ich habe nur 2 Felder. Weiß nicht, was ich vielleicht noch machen könnte, wäre ein Feld dazu kaufen. Wäre auch zu überlegen, vielleicht noch. Aber ja, das ist halt das nächste. Was würde denn hier so ein Feld noch kosten? Jetzt speist die 11, die ist gar nicht klein. Ist halt nicht weit weg. Würde 79.000 kosten, da habe ich das Geld noch nicht dazu. Die 6 liegt bei 57, die 5 wäre natürlich auch gut. Bei 51. Ja, da würde ich eher die 5 nehmen. Ja, es ist halt das, weil da könnte man da noch was an tun. Könnte umso mehr Geld machen dann. Ist halt immer die Überlegung, was macht man. Und dann könnte man da wirklich Geld machen. Die 5 ist nicht gerade klein. Es wäre eine Überlegung. Also, ja. Und dann könnte man hier für das Feld verschiedenste Sachen wie Gaps oder Dutikale oder irgendwelche Sachen bauen, die wo wirklich Geld bringen, und die anderen 2 Felder macht man halt dann so ungefähr für die Tiere.
Ja, das wäre eine Überlegung, dass man sagt, man holt jetzt das Feld 5, das ist nicht gerade klein. Baut halt hier bloß Raps, Soja oder sowas an. Und ich glaube, dass das auch bald wieder drin wäre. Also von dem her will ich jetzt mal überlegen. Weil wenn ich jetzt hier sehe, das Feld 4 ist nicht gerade ist ein bisschen kleiner, bringt schon ganz gut Raps hier. Wenn es auch dann gut gedüngt und getan ist alles, also glaubt, das wäre was wert. Glaubt, ich mache jetzt das fertig und dann hole ich mir das Feld 5. Habe ich noch ein bisschen Geld übrig und kann auch immer noch die laufende Kosten so ungefähr tragen. Aber ich kann auch Soja oder sowas anbauen. Oder Raps, was immer einen guten Preis bringt. Ich glaube, das mache ich. Weil für Feld 5 ist nicht gerade klein. Und bringt auch dann einfach Dings wieder, bringt Ertrag. Und ich glaube, dass wir das bald darin haben. Noch zwei, drei Mal anbauen, glaube ich, könnte das darin sein. Will immer gut düngen, immer gut Tiefe blockern und das, also glaube ich, ist es wert. Das werde ich machen. Ich glaube, das mache ich gleich. Bin ich jetzt soweit? Ich werde mir jetzt das Feld 5 holen. Genau, kaufen. Und das ist jetzt eh, glaube ich, abgeerntet. Das ist jetzt egal, weil da kann ich benötigt Kalk. Okay. Dann lasse ich jetzt hier mal den Helfer weiter fort. Den gemahlenen Helfer jetzt mal schnell. Kostet mich jetzt zwar ein bisschen was, aber ist jetzt auch egal. Brauche jetzt hier mal Kalk drauf. War natürlich jetzt blöd. Ich hätte jetzt natürlich jetzt Feld kaufen können, auch ja, wo was drauf ist, aber ja, ist gerade nicht mitgedacht. Aber es ist jetzt egal. Es war nicht gut gedacht, aber trotzdem. Weil der ist ja hinten. Da steht ja alles hinten bei den Kühen. Hier habe ich nichts mehr stehen, glaube ich, gell? Nein. Ich hoffe, dass ich noch so viel Kalk da habe, aber wenn, dann müssen wir uns halt was bestellen. Ganz cool war es jetzt nicht, die Entscheider. Es war jetzt ein Schnellschuss. Für das Geld hätte ich vielleicht was bekommen, wo ich, ja, muss ich zugeben, aber. Weil es ist halt immer so. Aber das Feld ist halt nah und man kann es gut bestücken. Die kannst du von vornherein aufbauen. Ein Kalk mehr drin. Ich hoffe, ich habe noch eine da. Ja. Und wenn ich mir jetzt noch einen herbestellt, ja, so geht es nicht. Ja, wo sie noch einen holt. Muss ich halt zum Händler fordern schnell. Weil das Feld 5 ist halt immer gut erreichbar und das ist halt der Vorteil. Wow. Ich habe mich gefragt, wann ich heute das erste Mal anfange. Aber ihr wisst es ja, ich mache es gern für euch. Ich glaube, den lasse ich jetzt vom Helfer machen. Weil der kauft dann gleich. Oder ich mache es selbst.
Ja, ich werde da doch mal was holen müssen. Auf alle Fälle. Lass mal schnell den Helfer jetzt das machen, weil ob ich jetzt so kaufe oder nicht, das ist egal. Was hat er denn? Dafür das gebe ich kein Geld aus. Tut mir leid. Dafür so ein Schwank gebe ich kein Geld aus. Da hole ich mir lieber jetzt schnell was. Gut, dann fahren wir schnell zum Händler. Oder warte mal, wo kommt es raus, wo die Gäste kommen? Ah, ist irgendwo auf Hof rausgekommen. Auf alle Fälle. Aber wo? Ich glaube mitten auf Hof. Ja, das ist das, wenn man nie weiß, wo man das noch hat. Aber normalerweise habe ich es vorne auf Hof stehen. Hoffe ich doch, weil sonst habe ich jetzt Geld umsonst ausgegeben. Ja, hier ist er, der Kalk. Perfekt. Der Helfer hat den fast vollen Tank. Ja, ich habe jetzt das Feld, wie gesagt, geleistet und das muss auch sein jetzt. Und ja gut, jetzt habe ich natürlich wieder weniger Geld. Aber eine Mission mache ich ja schon, aber durch die Missionen komme ich natürlich auch wieder nach oben. Also von dem her. Das haut auch hin. Und unbekannt, okay. Hoppala. Voll durch den Zaun durchgefahren. Dann tankt man den da drüben schnell ab. Das können wir jetzt schnell selber fertig fahren. Oder irgendwas muss ich mal einfallen lassen, weil das mit dem ist nicht ganz so das Wahre. Ja, zwar 30.000 Liter, aber ist eigentlich mehr, glaube ich, für Silage und so gedacht. Genau, von dem her.
So. Mal ein Ernten war noch drin, glaube ich. Guck mal, das war mit Mais gebissen dort. Perfekt. Bevor wir den jetzt schnell auf den Hof. Dass wir das Maisgebiss dann holen können. Das glaube ich liegt noch irgendwo auf dem anderen Feld. Genau, aber das können wir dann holen. Eigentlich den Drescher vielleicht schnell mal einkloppen, gell? Bin ich mich gleich der Tube im Vorne. Den stellen wir wieder hier rein. So, dann schauen wir mal, da war doch noch eine Mission drin. Ernten. Genau, Vertrag akzeptieren. Feld 7. Da ist das Maisgebiss und da ist Feld 7. Okay, passt. Jetzt müssen wir da schnell rüber vor das Maisgebiss holen. Naja, Drescher ist im Dauereinsatz, das merkt man schon. Auch vom Dreckigkeitssein und das her. Also läuft doch. Immer was zu tun hier. Und der hat sein Geld bis jetzt schon, ist er bis jetzt schon wieder raus. Er geht nicht raus, aber er arbeitet gut. Was ich jetzt überlegt, aber manuell sagt, Akkuppel habe ich jetzt hier nicht drin. Ich bin auch aber überlegen, ob ich es nicht überall raus tue, weil einerseits ist es ganz gut, aber andererseits es nervt auf Dauer, weil manche Sachen gehen nicht gleich sofort und so. Also ich möchte einfach spielen und Spaß haben in der Zwischenzeit nur noch. Und deswegen. Haben wir das Maisgebiss hier? Bauen wir mal auf Feld 7. Oh, das Mais zu machen. Jawohl, passt doch supi. Lass mal gleich wieder mit Curseplay machen. Das war der Feld 7, oder? Ne? Doch, Feld 7, glaube ich, war es, gell? Feld 7, genau.
hier schnell weitermachen. Ne? Ohr zu. Dann können wir hier, wenn es noch dünken. Und dann können wir pflügen im Tieflockerer. Und dann können wir hier Soja oder irgend sowas abbauen. Ja, ich hätte vielleicht ein Feld nehmen sollen, wo was drauf ist, aber das Fünfer ist halt richtig schön zentral gelegen oder richtig gut gelegen. Und da hätte ich dann auch ja auch machen müssen von dem her. Ich glaube, das passt schon so. Ja, wie gesagt, es ist immer hier was zu tun. Also eine ständige Fahrerei. Dann holen wir noch schnell den restlichen Kalk, was da vorne noch liegt. Die kann man so reinschmeißen. Dann glaube ich, werde ich nämlich das für den Frontlader verkaufen oder noch die Paletten nehmen. Das glaube ich ist fast besser. Weil die Dings werde ich eventuell sogar runternehmen, die Mod, weil ich möchte so wenig wie möglich Mods jetzt langsam drauf haben. Und diese Balken nehme ich nicht her, ich nehme die Paletten jetzt immer her. Weil ich das einfach besser finde. Und in echt kann man die auch darüber hieven per Hand. Also brauche ich den extra Radlader und irgend sowas dazu. Um die Paletten von A nach B zu bringen. Genau, aber beim Feld oben kann man dann das einzeln auch da wegmachen praktisch. Düngen wir noch schnell. Noch Dünger drin oder ist das? Ah, jetzt weiß ich jetzt nicht, was das noch ist. Blöd, ist kein Dünger, wie es ausschaut. Das würde ja jetzt aufwachen. Das ist auch gut, okay. Und dann gucken wir mal schnell, was das sagt. Gedüngt 0%. Hoppala, vorbeiklaffer. Der Biobauer werde ich jetzt nicht im Moment. Gib ihn zu. Dann kann ich da den B-Traktor praktisch wieder tief locker lassen. So läuft das nämlich.
Ja, läuft doch. Also hinten muss ich auch noch wegfahren dann. Ah, das mache ich dann, wenn der im Beta aktiv lockert, weil den lasse ich dann mit Questplay machen. Kann ich da hinten das wegfahren? Man muss ja daran denken, dass ich das meist auch noch aber L7 wieder auch noch abfahren muss. Aber das schafft man schon alles. Will keine Bedenken. Sehr schön. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Dass der Lexio nicht laden werden muss. Holen wir jetzt schnell mit dem Fendt hier den anderen Hänger, was ich noch habe. Das steht hier. Ich nehme auch ein bisschen was rein. Ich kann da hochfetzen. Oh, wo ist er jetzt? Da oben ist er. Da oben an der Ecke ist er. Oh, da scheint einiges runterzukommen. Der jetzt schon voll ist, hätte den großen, hat diesmal den großen gebraucht, aber naja. Dann fahren wir halt hier zweimal. Was soll's. Aber ich muss jetzt anders denken. Weil ich ja den anderen noch voll habe und den entleeren muss. Lass jetzt selber hier stehen. Springe ich jetzt gleich mal in den B-Truck. Dann hole ich den Tiefenlockerer. Hoppala, irgendwo hängen geblieben. Geht's auf Feld 5. Eigentlich hat dieser gleich hinten Drohhänger, aber das Questplay macht das jetzt so. Also wenn ich allein mache, dann geht's, aber der Helfer mag das jetzt gar nicht so.
So, jetzt ist er 50% gedüngt, perfekt. Fünf. Perfekt. Wird es gleich, ja, sehr schön. Ab in den Deutz. Wo sie jetzt hin? Feld 4, Feld 4, Feld 4. Feld 4 geht zu Akoma. Okay. Jetzt ist es ganz schön schwer mit dem, aber passt. Und gleich hier außen rum. Ja, also ein bisschen was am Laufen hier. Zwei Curseplay. Ich selbst unterwegs, also man kann nicht klagen. Und wenn ich jetzt noch den einen Dings verkaufe, dann kommen wir auch wieder ein bisschen Geld. Ich wollte das zwar eigentlich machen, aber ich finde es mit den Paletten besser. Genau, verkaufe ich jetzt diesen Halter dafür. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Kohle. Und naja, passt doch, läuft doch. Ja, wenn er mal läuft, dann geht das, gell? Dann zieht er auch, ja gut, jetzt kostet auch 1000 Liter. Aber mit der Order 30 geht er sich wahrscheinlich schon ziemlich schwer. Aber alles komplett rein. Okay, hier abgeschlossen 2100. Hier abgeschlossen, abschließen. Ja, sind wir schon wieder bei 24.000. Also läuft doch. Kann ich jetzt den mal auf den Hof bringen? Hey, 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 fahrt soll mal zu da vorne. Ich hab's eilig. Alle Missionen könnte ich jetzt zwar nehmen, aber irgendwie werde ich die nie schaffen. Ich werde sie schaffen schon, aber irgendwie ist es dann auch nicht mehr ganz so. Weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie
ist doch komisch. Du weißt nicht immer, was was ist. Also wenn der Bach ist ja hintereinander oder nimmst immer Stück für Stück an. Weiß ich doch, was überhaupt zu machen ist. Was so weiß ich, was es weiß zwar schon, was zu machen ist, aber ihr wisst es selbst, es ist dann immer so überschaubar. Ja, da hätte ich doch den großen gebraucht. Der große passt ja nicht rein, okay. Weiter rein. Passt er da drüben rein? Hier passt er rein, okay. Ja, ist adäquat, recht für höher oder niedriger, aber passt rein. Auch gut. Hier ist die Durchvorderstelle nicht rein. Hole ich den einen hier? Genau. Den verkaufen wir jetzt da gleich. Jetzt springe ich aber erstmal schnell in den Vent rein. Dann muss ich wieder abtanken. Kann sein, dass ich jetzt dann gleich mal schnell runterfahre. Akoma ist da durch links drüben. Ja, ich bin jetzt voll, da fahre ich gleich da runter. Es ist zwar nicht mehr viel, aber ja, jetzt bräuchte man wieder den großen Hänger, also. Die ganze Zeit war nicht so viel und jetzt, wo man mal nichts hat, dann, besser gesagt, dann ist wieder mehr. Also, das ist schon heftig. Aber egal, da müssen wir halt jetzt zweimal fahren. Jawohl, nimmst du mit oder wie? Ja, jetzt haben wir 224.000, aber wir haben ein neues Feld dazu bekommen. Natürlich einkauft haben wir auch noch. Wir haben ja mal Kalk und das geholt. Schon bei 90% ist ein Wahnsinn. 79 wurde Feld transportiert, okay. Eine kleine Abkürzung. Haut's da die Achse durcheinander. Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist jetzt, wenn man 40 über laut Feldweg fährt, gell? Werde ich den gleich noch mal abtanken hier. Bleib halt stehen, du Depp. Hat aber nicht. Gut, dann fahren wir jetzt zum Händler. Kaufen das Teil da vorne. Ich nehme es eigentlich nie her. Den Mod werde ich aber runterschmeißen, weil umso mehr ich drauf habe, so schlechter ist es ja für die Performance das Ganze. Ich habe also mal eingebildet, aber ich nehme es eigentlich nie her. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt Paletten habe, nehme ich die her, wenn es ist. Die fahre viel lieber. Beim Händler kriege ich ein bisschen mehr Kohle dafür, als wenn ich jetzt so über die Garage verkaufe. Da ist er. Das sind immerhin 951 Euro. Welche Leistungen sind abgeschlossen gewesen? Da müssen wir dann wieder auf Feld 7 gucken, aber jetzt fahren wir den wieder zurück. Also ich finde die Map echt super schön. Ich spiele echt gern drauf, auch in der privaten. Also echt geniale. In der privaten bin ich natürlich viel anders unterwegs, aber die Schlepper drauf, was ich will und so. Aber ja, das kann ich jetzt hier nicht machen. Dann reparieren wir den mal schnell. Ich springe jetzt mal ein bisschen rum, weil es wird sonst etwas zu viel mitlaufen. Oh, hat eigentlich sauber gearbeitet. Ja, wie schnell eine Dreiviertelstunde wieder vorbei ist. Nur am Rumpfenster. Ja, man ist da schon fast Manager und nicht mehr ganz Bauer. Also das ist schon in echt auch nicht anders. Also die müssen schon was drauf haben. Von dem her, genau.
So, dann haben wir das jetzt auch geschafft, würde ich sagen. Lassen wir mal den Rescher auch einklappen und fahren den zurück. Verkehrte Richtung. Da vorne müssen wir raus. Den glaube ich reparieren wir dann auch gleich mal. Ich glaube, umso besser der gewartet ist, umso besser ist auch der Ertrag. Ich lasse das einfach dreckig. Boah, ich hoffe, dass ich da reinkomme. Wow, ja, passt. Das ist alles dieses Geld, was er braucht. Ach, wird wahrscheinlich zu weit drin. Ich wollte das Schneidwerk auch noch machen. Jetzt haben wir das angenommen. Gut, dann haben wir den auch. Ah, jetzt sind wir wieder unter 25.000. Ja, das war jetzt teuer, aber das muss sein. Weil der, wenn nicht gewartet ist, dann ist der Teufel los. Weil dann ist er umso schlechter von der Ausbeute, und das wollen wir ja nicht. Machen wir das andere Schneidwerk auch noch schnell. Das kostet zwar jetzt auch noch mal Geld, aber das ist jetzt nötig, weil das war nämlich auch schon ziemlich runter. Aber dann auch mal. Das kostet jetzt wieder alles Geld, aber es muss sein. Lass mal gleich mal auftanken mit. Ja, wenn er bloß noch knapp 200, 300 Liter drin hat und 800 Liter Tank hat er, also knapp bis 600 Liter, das ist schon heftig. Naja, schon ist wieder Geld weg. Aber das Wichtigste ist, der ist jetzt wieder gescheit gewartet für die nächste Sache. Irgendwann müssen wir mal dann einen Waschtag machen. Genau. So, dann springen wir gleich in den hier rein, fahren den Rest weg, dass wir den Auftrag abschließen können. Dann ist eh das Video schon fast wieder bald zu Ende.
Also da war wieder eine gute Stunde, was ihr mit mir verbracht habt. Bisschen drüber, bisschen drunter, je nachdem. Aber naja. Ja, der tut sie natürlich sündhaft leicht, jetzt hier der Fan mit dem Hänger da hinten dran. Jetzt müsste ich mal an den Kreuzer dran tun, wenn es ist. Von dem her wäre mal, glaube ich, sinnvoller, aber ihr seht jetzt ja, je nachdem, was für Feld ist, braucht man halt den größeren Hänger. Ist ja schon abgeschlossen oder wie? Genial. Ich habe Mais, ich habe 4800 Liter Mais. Das ist ja genial. Ja, super. Da brauchen wir wieder selber weniger. Gigantisch. Jetzt schauen wir mal, was dann auch wirklich annimmt im Silo. Das interessiert mich jetzt. Oder ob ich es umsonst reinkippe. Also, das hätte ich nämlich jetzt da reinkippt. Noch. Wow, hätte ich abbiegen sollen und über das Feld da vorne, gell? Da fahrt zu da vorne jetzt, hallo. Eieieiei, immer das gleiche mit dem Schleichern. Bündchen Schleicher. Hier ist er noch 30. Wird noch die Ortschaft durch, oder? Ich bin der größte Bauer hier. Gehört die Ortschaft bald. Also beschwerzeichnet. Bevor ich jetzt einschütte, er nimmt was an, schauen wir mal. Weiß 8749. Er nimmt's an, sehr schön, jawohl. Perfekt. Perfekt. Da stellen wir den mal hier rein. Bisschen schief, bisschen gerade. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt schauen wir doch, wie es im Betrag geht. Dabei blockt er gerade auf. Passt doch perfekt, oder? Und dann haben wir eh schon die Stunde wieder vorbei. Dann haben wir heute wieder einiges geschafft. Ein paar Missionen. Haben ein Feld gekauft. Das Feld schon wieder fast vorbereitet. Also, es läuft in der Zwischenzeit, würde ich sagen. Wir werden immer größer. Ja, da hat er was vergessen. Immer so ein kleines Stück lässt er übrig, gell? Das ist komisch. Beim nächsten Mal können wir dann ansehen hier auf Feld 5. Und dann, ja, weitere Missionen machen. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt, heißt es immer so schön. Das schaut doch gut aus. Ja, mit diesen Bildern auf dem Rückweg von Betrag sage ich euch wieder ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr diese knappe Stunde wieder bei mir über die Finger geschaut habt. Einen recht herzlichen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Das verfolge ich mir ja noch.
Guten Tag, genau, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Daumen nach oben, Daumen unten, je nachdem. Würde mich freuen. Beim Daumen nach unten, ja bitte, wie immer, warum und wieso. Nur so kann ich mich fortbilden oder weiterbilden oder es besser machen. Und in dem Sinn sage ich Dankeschön. Bis zu meinen nächsten Projekten, euer Part 7575. Tschüss, tschüss.